Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu TerraTech. Wir sind hier mit unserem Buggy ein bisschen in der Salzwüste unterwegs. Und ja, mal gucken, wie weit wir uns noch von unserer Basis entfernen. Auf jeden Fall haben wir hier einen Missionslog, wo einfach nichts drin steht. Und wir sind irgendwie langsam. Waren wir schon immer so langsam? Oh, unser Batteriestand ist niedrig und ich habe nichts zum Aufladen dabei. Vielleicht wäre das jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Umzudrehen. Was zur Hölle ist das hier? Ein Rauchfels. Oh, da sind ja interessante Sachen drin. Und da vorne ist irgendwie ein Gegner gespawnt. Oder zwei, drei. Ich glaube, das ist eine Basis. Da können wir noch mal kurz hinschauen, was da drin sein könnte. Jo, hier gibt es gleich ein Mikroleck. Oh, da sind ein paar Dröhnchen. Die sollten aber noch kein Problem für uns darstellen. Die zerlegen wir einfach mal so. Ja. Und das war's dann mit meinem Schild. So, was haben wir denn in dieser Base? Ein paar Kügelchen. Die können wir gerne mitnehmen. Ein paar Schilde mehr und so. Verstehst du? Oh, so einen Sammler könnten wir mitnehmen. Aber dann könnten wir auch so einen Rauchfels mitnehmen. Und ja, die Batterien. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, wir könnten die Base hier einnehmen. Und da direkt dann mal was produzieren für uns. Muss ich das dann alles eben manuell hochlegen? Warum denn nicht? Moment mal kurz, damit könnten wir noch ein bisschen Strom generieren, oder? Base. What? Die haben hier das Menü verändert. Ja, das ist ja mal interessant. Da sollten wir definitiv mal nach Hause fahren und uns das genauer angucken. Vielleicht gibt es wieder ganz neue Sachen, mit denen man was machen kann. Dann wird es ja doch wieder ein bisschen interessanter, als ich mir vorgestellt habe. Weil meine große Sorge bei dem Spiel ist, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich machen soll. Sinnlos in der Gegend rumfahren und ein paar Gegner platt machen oder, ja, irgendetwas anderes, von dem ich nicht weiß, dass man es machen kann. Da wir jetzt gerade eine Kleinigkeit entdeckt haben. Oh, ich glaube, das hat ein bisschen mehr Feuerkraft. Der könnte uns Schaden zufügen. Dem weichen wir mal aus. Ja klar, wir werden jetzt jede Menge Gegnern ausweichen müssen. Und ich frag mich, wie lange es noch dauern wird, bis Level 5 freigeschaltet wird. Und ob da noch ein paar Quests dazu kommen. Da ist wieder irgendwie ein Gegner. Hoppala, hoch da. Und es wird dunkel und wir haben keine Lichter bei uns. Ist ja auch großartig. Der sollte am besten gar nicht in unsere Reichweite kommen. Ah, da ist unsere Base schon. Gut, soweit sind wir gar nicht weg. Das ist doch schon mal was. Nicht an Steinen hängen bleiben. Wir können uns aktuell nicht reparieren. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir vielleicht noch ein paar größere Reifen brauchen, welches das gesamte Gewicht tragen kann. Wo ist denn das? Gibt es jetzt auch mittlerweile Wüstenpflanzen? Ist ja interessant. Na komm, Vollgas. Schade, dass es nicht so lange her ist, dass unsere Autos hier zerstört worden sind. Und merkt ihr das, wie es hier plötzlich ruckelt?
Es liegt einfach nur daran, weil hier einfach viel zu viele Objekte sind, die berechnet werden müssen. Unsere Drohne hier unten hängt fest. Moment mal kurz, wir müssten dich mal irgendwie hinstellen, damit du mehr Strom abzapfen kannst. Genau. What? Die blauen Steine bringen 440, wenn sie raffineriert worden sind. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Moment mal kurz. Da ist ja ein bisschen wirr herumgebaut worden, oder? Sehe ich das falsch? Genau, geh du erstmal hier rüber. Und wo gehörst du denn hin? Definitiv nicht dahin, wo du gerade bist. Na komm, dann pappen wir dich auch mal hier dran. Dann müsste ich mal kurz zum Händler rüberfahren, ob der auch so neu, ein so neues Interface bekommen hat. Ja gut, die Batterien sind wieder fast voll, da können wir mal kurz rüberdüsen. Und wie es aussieht, muss ich mir ein neues Farmauto bauen. Was zur Hölle bist du? Kennen wir dich bereits? Oder bist du irgendwie ein neues Auto? Neuer Gegnertyp. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wow, hört doch mal auf zu ruckeln. Ist ja richtig unangenehm. So, haben wir hier ein paar verwertbare Sachen. Das Komische an diesem Vehikel ist, das ich da gerade habe, ist, es bewegt sich selbstständig. Ich muss da gar nichts drücken, da fährt er schon voraus. Vielleicht sollte ich nicht mehr so viel anbauen. Und hätte ich den Wireless Charger mitgenommen, könnten wir immer und überall jetzt einfach mal unseren Energiefüllstand auffüllen. So, du bist eine Schildblase. Du bist eine Reparaturblase, die da dringend benötigt wird. Dann haben wir hier noch ein paar Waffen, die wir durchaus verwenden können. Vielleicht sollte ich da seitlich einfach auch mal... Nee, das bringt so nichts. Die Waffen, die würde ich gerne noch einsammeln. Man weiß ja nie, wann man die braucht. So. Ist die Nacht schon wieder vorbei oder... Wurde die Nacht vorübergehend deaktiviert? Dann gehst du auch mal hier mit rüber. Was bist du für eine Art Spoiler? Da drehe ich natürlich mal kurz um und schaue es mir mal genau an. Und dann zerlegen wir den Burschen da drüben. Ah, du bist ein gewöhnlicher Frontspoiler. Brauche ich also nicht. So, Freundchen, dich zerlegen wir auch noch. Das sollte bei unserem aktuellen Schildstand eine reine Formalität darstellen. Ich hoffe, ich mache nicht allzu viel kaputt. Wow, habt ihr es gesehen, was da alles explodiert ist? Na super, und es bleibt nichts übrig. Das ist halt der große Nachteil unserer Feuerkraft. Falls wir was Interessantes finden sollten, dann machen wir es instant kaputt. Ja gut, dann kommst du hier noch mit drauf und wirst von keiner Reparaturblase erfasst. Aber dich kurz reparieren, das sollte kein Problem darstellen. Ah, diese Bewaffnung haben wir noch gesucht. Unsere frontale Feuerkraft noch ein bisschen verstärken. Damit es noch ein bisschen mehr ruckelt, wenn wir mal feuern. So, da liegen noch ein paar von diesen wunderbaren Laserkanonen. Bleib doch mal stehen. Und dann zerlegen wir den Burschen auch noch. Der ist einfach viel zu dicht an unserer Base dran. Naja, eigentlich nicht, aber wenn er schon mal hier steht...
Vielleicht sollten wir ein neues wüstentaugliches Auto basteln. Heidewitzka, da fetzt es wieder ordentlich. Und nichts bleibt übrig. Naja gut, ja, es ist so schön. Man kann nicht alles haben. Da vorne sind ja noch ein paar Triebwerke, wie es aussieht. Die kann man definitiv auch noch mitnehmen, genauso wie die Blöcke. Ja gut. Abheben oder wie, oder was, so eine Art Harrier. Nee, dafür sind wir einfach zu schwer. Da brauchen wir uns einfach keine Hoffnung machen bei sowas. Na komm, ab zur Reparaturstation. Ich meine zur Handelsstation. Die Gegner spawnen hier auch in großen Zahlen. Und wir werden immer schwerer. Da hinten ist die Handelsstation. Dann müssen wir den hier zwangsläufig noch mitnehmen und den auch. Nicht, dass es da irgendwie Ärger gibt mit denen, wenn wir uns kurz im Shop umgucken. Und ein weiteres Mal bleibt nichts Interessantes übrig. Oh, ein Zweierblock. Und den Einzelblock nehmen wir auch noch mit. Genauso wie dich. Ja, da machen wir hier erstmal zu, damit wir dann, damit da keiner reinschießen kann, um unsere Batterien zu gefährden. Oha. Oh, und da ruckelt's. Ich glaube, wir werden einfach mal wirklich ein etwas weitaus mobileres Auto basteln. Guckt euch das mal an, das geht ja so nicht weiter. Wenn wir unsere Batterien nicht hätten, wenn jetzt gerade ausfallen würden, dann könnten wir uns gegen den ja gar nicht verteidigen, so mobil ist der. Wir können den nicht mal mehr entkommen. Ja doch. Ich habe mal ein kurzes Wendemanöver. Und dann ist er erledigt, hoffe ich. Dass wir den nicht treffen, ist ja auch noch so ein Ding. Ja, das hat sich nach einem guten Treffer angehört. Da gingen ihm langsam die Räder aus und auch die Waffen. Ach, der hat mehrere Cockpits. Verstehe. Und übrig geblieben sind da ein paar Blöcke. Gut, die können wir hier definitiv anwenden. Dann müssten wir das Ganze noch ein bisschen höher bauen vielleicht. Noch eine weitere Kanonenreihe. Aber man kann es ja auch übertreiben, oder? Ein paar zusätzliche Triebwerke für ein bisschen mehr Schub, falls wir irgendwo festhängen. Und jetzt fahren wir mal wirklich kurz und knackig zum Handelsposten und schauen mal, was sich da geändert hat. Wo ist denn der? Ach, da. Waren die Bäume schon immer da? Das ist schon mal interessant. Bleib mal stehen. So, da können wir natürlich Decks kaufen. GSO Standard. Geocop Standard, Venture Standard, was bist du? Keine Ahnung. Und Spezialstandard. Haben die ganzen Spezialblöcke rausgenommen? Naja, zumindest ist es ein bisschen übersichtlicher geworden. Ja, genau. Du hast ja Nerven. Nee. Diese kleinen Bots sollten auch mal wissen, wann es genug ist. So, weil hier fehlen mir noch eine ganze Menge Blöcke, die ich bräuchte, um ein ordentliches Düsenjet zu basteln. Das sind Förderband. Ja, die ganzen Basisteile. Hier die ganzen Batterien. Was bist du für einer?
kleiner Generator, großer Solargenerator, ein Wireless Charger. Ja, ist doch schon mal interessant. Dann fahren wir mal kurz zur Base rüber und schauen mal, was wir da so machen können. Höchstwahrscheinlich gar nichts. Denn jetzt ist erstmal die Folge zu Ende. Ah, und die Batterien sind auch noch leer. Na, dann packen wir hier noch irgendwie so ein, damit sich unsere Batterien aufladen. Dann würde ich sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.